Oh Leute, was geht ab, Leute? Wir testen jetzt einen sehr besonderen Döner, bekannt für seine Jahrhundertsoße. Seit 1974 und seit einigen Jahren von unserem Kollegen Nico Away gehypt. Das ist viel besser als Döner und der beste Laden. Nico hypt einen Döner. Die Kamera! Was geht ab? Was? Wie glaubst du, wird Nikos Empfehlung? Mal schauen, ich habe schon ein paar falsche Informationen von Nico, glaube ich. Ich habe ein paar Theorien, aber wir werden es am Ende sehen. Er ist jetzt nicht so ein Gourmet, würde ich mal sagen. Er spart da lieber, um dann mehr reisen zu können. Döner Time! Ja, aber wer hat den Namen gegeben? Warum? Jahrhundertsoße. Ja. Frag mal deinen Chef. So, er hat kurz gesagt. Er hat echt viel Soße reingehauen, oder? Oh, danke, danke dir. Danke. Jetzt hier alle Food-Blogger. Oh! Musst du erst reinbeißen und dann die Geräusche machen. Nicht davor. Doch, manche machen schon davor. Okay. Was ist denn hier? Gleich da, rechts um die Ecke. Seit 1975 mit Jahrhundertsoße. Jahrhundertsoße? Oh, danke schön. Wir schauen mal, wie es schmeckt. Nico ist echt schlecht, ich schwöre. Ich dachte wenigstens kann die Soße irgendwas Spezielles, aber nein. Voll Standard, der in Regensburg war besser als der. Das ist eine Aussage. Ohne Tomaten. Okay, gut. Aber ist nur gut, aber Brot ist knusprig schon. Schon geil. Echt enttäuscht. Wie findest du die Soße? Es schmeckt wie aus diesen Fertigsoßen, diese Curry, kalt, vom Kühlschrank. Passt es aber überhaupt zum Döner? Nein, es ist eine Beleidigung. Bitcoin wird das Jahrhundertinvestment. Und er kommt mit Jahrhundertsoße. Jahrhundertsoße, Jahrhundertsoße. Und dann denkt ihr, oh, Jahrhundertinvestment ist auch nichts Krasses. Wir reden hier von Jahrhundert. So, interessante Form. Ihr wisst, bei Döner lege ich großen Wert auf Verteilung. Arisch hat schon gesagt, hier Tomaten viel zu groß, Zwiebeln viel zu groß. Das ist schon ein fetter Klumpen hier. Ja. Und hier halt gar nichts. Was ist los, Bro? Bisschen viele Wespen hier. Also ihr seht schon, wenn ich hier reinbeiße, würde ich nur das bekommen, aber nicht das. Mhm. Schaut's mal, wartet. So. Auf jeden Fall zu überfüllt. Das Fleisch kommt eigentlich ganz gut. Das Brot kommt eigentlich auch ganz gut. Soße ungefähr 90% weniger. Das hier oben ein bisschen feiner schneiden, ein bisschen besser verteilen. Potenzial ist da. Aber jetzt, Digga, was für Jahrhundertsoße, Mann. Das ist eine richtige Verarschung. So kann ich ihn essen. Wie schlimm wäre es, wenn die Leute die abpacken? Mhm. Ich glaube, das zieh nicht mal auf. Nee. Nico war echt kurz im Hype. Bisschen WhatsApp-Gespräche, Go-Turnier gewonnen, okay, und so. Komplett runter, echt. Der ist schon lecker, der ist schon lecker. Wir haben ein bisschen Fleischqualität, sorry. Ist doch Standard und ein bisschen low level. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich mag sowas, wenn es so anders ist, nicht so Standard, nicht so viel Currysoße. Mit dem schmeckt geil auf jeden Fall. Zu viel, ja, du sagst schon, zu große Stücke, zu viel Soße, aber wenn man das so alles anpasst, dann ist es schon geil. Ja, wenn man es anpasst. Also wir können hier keinen neuen überkrassen Döner auf Deutschland YouTube-Karte setzen. Wenn ihr den Spieß angeschaut habt, hat das bei euch eher so Appetit erregt oder eher so? Eher so 2 Uhr nachts nach dem Saufen. Genau, ich schwöre 1:1. Boah, der war wild, wenn du saufst. 1:1 zeigt so. Du brauchst noch so ein hier. Also es war jetzt kein der Glanz wie auf unseren Touren, boah, Sabber läuft mir im Mund
zusammen. Nee, so war der nicht. Oh, Alter. Ist gut auf Kamera. Wie viel zu. Das hier 30 Milliliter. Fazit-Time. Also, es waren in einem. Die schlecht geschnittensten Zwiebeln, die schlecht geschnittensten Tomaten, echt no hate. Der Spieß sah nicht geil aus. Ich kam ein bisschen mit Erwartungen rein wegen Nico. Ich fand den in Regensburg besser. Jahrhundertsoße, richtig Entwertung, wie wenn man immer sagt, ich liebe dich und dann verliert das Wort an Bedeutung. Ich bin enttäuscht, aber ich kann mir vorstellen, dass preis-leistungstechnisch trotzdem okay ist. Deswegen so 1 bis 10 würde ich eine 6 geben. Die Soße echt, sorry, wie im Kühlschrank, kennt ihr diese Fertigsoßen, Curry mit Ananas, Mango steht da und so, hat auch eine leicht süße Note, aber echt katastrophal, der am Ostbahnhof mit der geilen Currysoße, Welten besser, aber okay. Von 1 bis 10 definitiv zu 7, 8, er war gut, aber Barsch hat schon gesagt, die Zwiebeln viel zu groß, Tomaten viel zu groß, Soße zu viel, wenn man das anpasst, wäre es sogar eine 8, würde ich sagen, vom Geschmack her, ich bin jetzt kein Döner. Ja, passt schon, Bro. Ich würde dem auch eine 6 von 10 geben. Wenn du besoffen bist, ist er wahrscheinlich eine 11 von 10, Mann. Wisst ihr auch, was wichtig ist bei Döner? Der Nachgang und Abgang. Danach, wie man sich fühlt und so. Ja. Ich habe die Soße immer noch im Mund, voll eklig. Also, ist nicht so geil. Also, ich würde den sogar einen halben Punkt jetzt runterstufen. So. Wir haben die gerade getestet. Das seht ihr in einem anderen Video. Wir sind jetzt so voller Energie und Koffein, dass Fabian sich den Döner trotzdem noch einzieht. Schmeckt er jetzt besser? Nein. Ich will nur nichts wegschmeißen. Das auf jeden Fall, ja. Ist in Ordnung. Ist der Road to Gear 5. Nur ein paar Folgen. Der Hype ist groß. Was erwartest du? Denkst du, es wird Hype, richtig krass? Ja, es denkst wird du, es wird dich enttäuschen. Das Internet wird einstürzen, die Plattform Crunchyroll und so wird richtig krass, glaube ich. Und ja, es wird echt verrückt. Aber ich bin leider enttäuscht vom neuen Zeichner. Mir gefallen die neuen Zeichnungen leider gar nicht. Früher habe ich One Piece echt 10 von 10 gefühlt. Jetzt sind es echt weniger, so 8, 8,5. Oh mein Gott. Und die Frames taugen mir auch nicht. Enttäuscht. Wirklich, das so anschaut, es ist ein Meisterwerk, wirklich. Es ja, Mann, gell? Egal, was die machen, selbst wenn Kaido jetzt auf Toilette es scheiße geht, es wird einstürzen. Weißt du, es Kaido, einer der vier Kaiser. Es ist nicht nur ein Meisterwerk, die letzten Folgen. Die ganzen Manga-Leute, wie ihr habt schon alles gespoilert. Oh mein Gott. Alter, ich habe immer noch den Geschmack von der Jahrhundertsoße im Mund. Es sind zwei krasse Trailer gedroppt. Joy Boy! The world's most ridiculous power! Yeah, baby sounds. The new heights. This is my peak! It's getting fun! Drums of liberation. Bedeutet sehr viel. Symbolisch. Puh! Krass. Kuss geht raus an Hotle, wieder mal für das Ticket. Schon das zweite C-Day Classic Shigi Ticket, was er mir geschickt hat. Das war's von mir, Leute, den Jungs. Nikos Geheimtipp, Empfehlung, Döner mit Jahrhundertsoße. Immer liken, subscribe, kommentieren, check die Visa, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, die ich für den Crow, Crypto Cashflow, gerne jeden Tag tracken, see you as business und ciao.